Hallihallo, Hallöle, ihr seid mal wieder bei den Lebensabenteurern und heute geht es um ein neues Thema, wie wir verschiedenen Leuten auf dieser Welt helfen wollen, sauberes Trinkwasser zu bekommen. Und dazu benötigen wir unseren neuen Freund, Paul. Ja, wer ist denn dieser Paul? Ja, Paul ist unser Freund, der Wasserreiniger. Aber warum wollen wir unbedingt mit Paul um die Welt streifen und in verschiedenen Ortschaften, wo es eben kein sauberes Trinkwasser mehr gibt, unseren Freund Paul vorstellen? Was macht ihn denn so besonders? Zunächst ist Paul blau. Blau für Wasser. Und genau deswegen ist Paul so besonders. Er kann nämlich wahnsinnig viel Wasser innerhalb von kürzester Zeit filtern. Für eine kleine Ortschaft reicht es locker aus. Das sind ca. 2600 Liter am Tag. Also das bedeutet, dieses kleine Kästchen kann bis zu 2600 Liter pro Tag filtern. Also ja, hallo, mein Name ist Paul. Wie kann ich dir als der kleine Wasserrucksack weiterhelfen? Und genau mit dieser Story wollen wir eben in Afrika oder in Ländern, wo es eben kein sauberes Trinkwasser mehr gibt, umherreisen und auch Paul vorstellen, sodass eben die Leute für, ja, einfach wieder unabhängig werden, autark werden können. Aber was kann denn unser Paul eigentlich und was kann er nicht? Also unser Paul selber, das ist ein Membranenfiltersystem und er kann Cholera, Typhus und eben andere schwerwiegende Krankheiten, also bakterielle Krankheiten, herausfiltern. Also es ist ein Membranenfilter, der Bakterien herausfiltern kann. Aber was kann der Paul nicht? Weil es ist ja faszinierend, dass man sagt, okay, mit den ganzen anderen Filtersystemen, die es so auf dem Markt gibt, kann man nur 1000 Liter filtern und dann muss man die Filterkartuschen wieder wechseln. Und der Paul, der kann am Tag 2600 Liter Wasser filtern und das, ja, ewig lang. Der Paul hat sich darauf spezialisiert, vor allem Bakterien zu filtern. Also alles, das, was uns an sich krank macht und das, was uns ja den Tag echt vermiesen kann. Also die Frage ist aber vielmehr, was kann der Paul nicht? Und der Paul kann unter 100 Nanometer, also alles, was kleiner ist als 100 Nanometer, das kann der Paul nicht rausfiltern. Und da gehören jetzt zum Beispiel Viren mit dazu oder alles, was halt eben kleiner ist als 100 Nanometer. Wir haben aber auf unserer Reise bei insgesamt ja, über 40.000 Kilometer hatten wir auch nur einen Bakterienfilter mit dabei. Also wo wir eben bis zu 100 Nanometer Wasser filtern konnten und wir hatten kein einziges Problem mit gefiltertem Wasser, egal wo wir waren. Also der Paul, der kann kein Schmutzwasser filtern. Also wenn das jetzt so eine braune Pampe ist oder wenn das jetzt aus einer Pfütze rauskommt, das Wasser, das kann der Paul nicht. Aber klar, wenn du jetzt nichts zu trinken hättest, dann ist es natürlich besser, wenn du das in den Paul reingießt, bevor du verdurstest, weil das kann er dann schon, aber eben nur für kurze Zeit und irgendwann würde die Membrane dann eben verstopfen. Also unser Anliegen selbst ist, dass wir in arme Regionen den Paul als neuen blauen Freund vorstellen und sagen, hey, guck mal, mit diesem kleinen Gerät könnt ihr das Problem Trinkwasser lösen. Und das ist eine super Sache, denn 3 Minuten könnt ihr ohne Luft auskommen, 3 Tage könnt ihr ohne Wasser auskommen und 3 Monate ohne Nahrung. Und wenn wir mit so einem kleinen Gerät hier das Problem Wasser lösen können, dann ist es natürlich eine wahnsinnig geniale Sache. Und es ist super einfach. Also hier oben ist das Filtersystem. Ihr nehmt einen Eimer Wasser, ihr schüttet es oben rein, es wird filtriert
und hier unten kommt das Wasser raus. Ich zeige dir das nochmal von der anderen Seite. Da könnt ihr das nämlich anhand, wenn die ganzen Fliegen hier mal weggehen, fliegen, geht mal da auf die Seite. Das ist euer Paul. So, ihr nehmt hier das Wasser auf, schüttet es oben in den Paul rein, bis es immer weiter ansteigt und bis es komplett gefüllt ist, bis der Paul wirklich gefüllt ist. Und dann tritt eine sogenannte Gravitationskraft ein, also die Schwerkraft, die zieht nach unten und dadurch wird das Wasser automatisiert gefiltert und kommt dann wieder raus. Das kann natürlich auch in ein größeres Konzept umgebaut werden und das wollen wir eben in den Dörfern, die eben nicht an klares Trinkwasser kommen können, wollen wir das installieren. Da haben wir hier einen großen Wassercontainer, der wird eben mit dem Wasser gefüllt, mit den Eimern. Also wenn die Leute dann eben das Wasser rankarren, da sind dann 1000 Liter drin, dann kommt ein Schlauch eben genau hier an diese Stelle, wo der Filter ist. Das Wasser läuft hier hinein und läuft, weil der Paul erhöht steht, ungefähr auf 1,5 bis 2 Meter steht der Paul. Und dann läuft hier das Wasser unten raus und in dem zweiten großen Plastikwassercontainer und dann können die Leute zu jeder Zeit das Frischwasser abzapfen. Das ist so ein einfaches Konstrukt. Und genau das wird unser neues Projekt, wie wir eben um die Welt ziehen wollen. Weil wir waren ja jetzt schon über 44, 45, ich habe keine Ahnung, wie viele tausende Kilometer. Also wir sind einmal zu Fuß ohne Geld um die Welt gewandert. Jetzt bauen wir gerade dieses Riesenbaby aus, also eins der größten Expeditionsmobile, sodass wir in die abgelegensten Regionen der Welt kommen können. Und aus diesem Grund erschaffen wir natürlich ein komplett neues Konzept, in dem wir Trinkwasser oder die Möglichkeit, Trinkwasser zu gewinnen, an die abgelegensten Orte der Welt. Und deswegen brauchen wir ein Wohnzimmer auf Rädern, sodass wir das auch wirklich gestalten können. In diesem Sinne wünschen euch die Lebensabenteurer viel Spaß und viel Freude. Und wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, auf unserer Seite www.lebensabenteurer.de haben wir auch einen Spenden-Button. Da könnt ihr uns ein bisschen Geld zuschießen, sodass wir dieses Projekt vielleicht auch irgendwann in diesem Jahrtausend noch abschließen können. Und wenn es noch irgendetwas gibt, wo ihr noch Bock habt, ein Abenteuer zu erleben, wir haben die ausgefallensten Wildniserlebnisse und Survival-Erlebnisse und da könnt ihr natürlich auch bei uns auf der Seite vorbeischauen. In diesem Sinne viel Spaß und viel Freude mit Paul und wenn ihr Informationen zum Paul haben wollt, ruft einfach bei uns an und ansonsten ciao! Bis zum nächsten Mal!